ich bin's wieder, euer DJ Dream 85 und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Heute geht's eine schöne Runde Arcade fahren, ne, Panzer fahren. Falls ihr das vorige Video oder die vorigen Videos, sagen wir es mal so, schon so ein bisschen mitgekriegt habt, heute ist Arcade-Tag, ne, mit den Deutschen, weil wir feiern Weihnachten und ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein deutscher Feiertag ist, aber, ne, ihr wisst, wie ich meine. Ja, ich habe natürlich die Stärksten und die Größten hier ausgesucht, ne, die ich derzeit habe. Ich habe Puma am Start, ich habe meinen Leopard A1 A1 L44 am Start, Gepard und den C2A1, ne, den kanadischen Leopard. Ich kann man nur, ja, man überlegt immer noch, wie sind die da drauf gekommen, die Kanadier. Ist halt ein lustiges, verrücktes Volk, ne, das Eishockey liebt. Ja, kleiner Tipp von mir. Niemals ein Kanadier sagen, Eishockey ist scheiße. Dann holt ihr euch eine aufgeschlagene Nase, aber so ever, ne, so richtig, jo. Die ist dann auf jeden Fall kaputt. Ja, ich mache jetzt 3 Runden, ne, und ja, ich hoffe mal, ihr habt euren Spaß. Ja. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hören solltet, also hier Auto und Co., es tut mir leid. Mein Fenster, das hat ja so ein Clip-Teil, wo ich das reinhake, ne, damit das nicht, also, ne, damit das hier zum Beispiel, ich wollte nämlich verhindern, dass das nicht aufgeht, ne, dass es sich nicht kippt, weil da ist irgendwas ja kaputt und ja, das Clip-Teil ist auch im Eimer und deshalb, es ist draußen sehr windig, jedes Mal, wenn ich das Fenster, versuche wieder zuzumachen, gibt es mir auf. Und ganz zu machen will ich jetzt auch nicht, ne? Das will ich jetzt auch nicht, weil das ist immer so ein verdammt blöder Akt, das dann wieder aufzukriegen. Ja, ich müsste mal das komplette Fenster austauschen lassen mit allen Zip und Zap. Ja, nächstes Jahr bei Gelegenheit, ne? Muss ich das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Es wäre eine schlaue Idee, wenn ich das dann mal machen lasse. Und vielleicht finde ich sogar jemanden, der mir hier einen Rollladen einbaut. Ja, obwohl, da muss ich erstmal mit meiner Vermieterin wieder drüber reden. Das ist eine Diskussion, die da habe ich gar keinen Bock drauf. So, yo, ich habe viele Booster am Start, wie ihr seht. Wahnsinnig viele. Wer jetzt noch die Frage stellen sollte, falls das nicht mitbekommen hat, wo kriegt man diese ganzen Booster momentan her? Hier könnt ihr euch, ne, könnt ihr euch für teuer Lions hier, könnt ihr euch hier so Kisten, also das hier sind die Kisten, das hier sind die Schlüssel. Könnt ihr euch die gönnen und dann macht ihr sie auf und kriegt ihr eventuell Booster raus oder ne, Fahrzeug-Coupons, da freuen sich viele drauf, ne, ist klar. Tarnanstriche, soweit ich weiß, sind das wohl Tarnanstriche von der jetzigen Season, also von dem jetzigen, was wir jetzt so haben, von dem letzten Update oder von den vergangenen Updates, also nicht komplett alle drin, aber so einige sind vorhanden. Ne, manche Skins, die ich noch nie gesehen habe, manche Skins, die ich, ne. Hier ist ein Skin dabei, der ist ganz beliebt. Da, der hier. Der ist doch schnieke, oder? Für den Tornado ID MFG. Ja, der ist natürlich schnieke und der ist auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der hat einen Wert von 10 Euro gehabt. Ne, auf jeden Fall teuer. Ne, 10 Euro. Ob ihr den jetzt, ich habe noch keinen Tarnanstrich jetzt hier aus diesem Ding gezogen, aber ich glaube, das bekommt ihr in Couponform und das müsst ihr dann erstmal, ja doch, okay, Coupon, ja, ich sehe es schon, ne, Coupon kann auf dem Marktplatz verkauft werden, den könnt ihr auf dem Marktplatz verkaufen, wenn ihr nicht haben wollt, ne, und lauter andere kleine Extras gibt es hier drinnen, ne, falls ihr dann da, ja, ich habe eigentlich vor, mir das hier zu gönnen, aber ich habe keine Garantie, was drin ist, ne. Hier ist alles möglich, hier ist wirklich alles möglich und ich kenne meinen Luck, eventuell kriege ich nur Schrott raus, ne, eventuell, ja, weil die Millionen Lines sind jetzt mir nicht gerade wert und das hier ist ja noch die Höhe hoch 3, am Ende kriege ich das hier raus und habe ja auch nichts davon, ne, aber echt nicht, kann ich gleich hier die Dinger hier machen, da hast du auch eine Zufallsgeschichte hoch 3, ja. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Na, ich habe ja noch 2000 Golden Eagles. So, auf in die Schlacht würde ich mal sagen. Na, es muss Kohle gemacht werden. Wenn ich überlege, ich habe hier wieder 3 Millionen oder mehr sogar an Lines reingebuttert. Die muss ich wieder rauskriegen.
Aber sowas von, ne? Das muss ich wieder rauskriegen. So. Falls sich einer wundert, dass ich so komisch rede, das wird einen längeren Zeitraum noch so sein, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich habe meinen Zahnersatz wieder drin. Der musste ja extra verändert werden. Das hat lange gedauert, viel zu lange gedauert. Und na, wir nehmen mal Puma. Und ja, es ist alles, ne, es hat sich alles verschoben und alles, und es hat sich ein bisschen alles umgewöhnt. Und derzeit tut es noch sehr weh. Oh, das ist echt übel. Mein Zahnfleisch tut kaum weh, wegen diesem, ne? Das ist schwierig. Aber ich habe das beste Gefühl, dass es irgendwann besser wird. Ne? Es dauert halt, man muss halt wirklich gedulden. So, wir sind als Spotter unterwegs. Und weil wir ja so viele Booster, gerade für Lines aktiv haben, ist das vom Vorteil. Ne? Richtig vom Vorteil. Ich kann Flugbegabt sein, ich kann aber auch Panzer beschädigen. Und ich kann spotten wie ein Weltmeister. Und, ja, okay. Den sehe ich jetzt nicht. Ja, den kann ich jetzt nicht spotten. Ah, oh, shit, der ist schon gespottet. Heilige Scheiße. Ich wusste ja, dass die Munition hardcore ist, aber so? Ich mach Häuser kaputt. Nein, nicht alle. Aber so einige, ne? So einige amerikanische Kaufbeutel. Keine ist doch gebraucht. Heile Witzka. Das ist natürlich hart. So einer ist. Ah, da. Der wundert sich jetzt auch, Alter. Ich wusste ja, dass die Geschosse vom Puma so richtig hart sind, aber das ist eine Nummer. Das ist eine harte Nummer, ey. Das ist wirklich hart. Oh, der Kollege ist getroffen. Von was ist er getroffen? Von wo? Er ist tot, oder? Okay. Ja, ich sehe. Ah, zu spät, zu spät. What the hell? Wo ist der? Der ist da hinten irgendwo am Arsch dabei. Guck mal, das Mann, wo der ist. Ein Glück, dass wir das mit den ne, Gutscheinen hier so nutzen können. Finde ich mega fett, dass das machbar ist. Na? Na? Lässt du mich rein? Da hinten irgendwo am Arsch dabei. What wirklich? Okay, wir haben gesehen, zwei große Felsen sind in der Nähe. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Ja, hier sind jetzt erstmal nichts. Oh, da hinten irgendwo. Irgendwo. Irgendwo da hinten. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wo der genau ist. Ob er noch lebt. Ah, der erste Heli kommt rein. Das ist ja auch was. Irgendwo da hinten ist bestimmt einer. So, Heli. Okay, wir haben hier einen. Das galt mir. Wer ist das? Nein, 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 LAV. LAV ist mit drin. Okay. Das ist auch was. Der zieht in der eiskalt durch. Das sind die 80. Das sind die 80. Das ist dann. Oh. Das sind die 80. Okay, der nächste gespottet. Was ist denn beschädigt? So, anfordern. Ja, nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Irgendwas ist beschädigt und ich weiß nicht was. Aber der T-80 hängt da hinten und hält die Position. Ja, womöglich hat der Kollege mit seinem Flugzeug mitbekommen. Ah, den kann ich alle reinpucken. Aber nicht so knapp. Jo, jo, mach gut. Ich muss deine Munition treffen. Aber die ist genau.
genau an so einer blöden Position. Und deshalb konnte ich die Mini auch jetzt nicht treffen. Au. Ah! Ah, nein. Ich hab den Kill geschaltet. Ich will ja nur reparieren eigentlich. Wow. Yo! Ich glaube, wir machen hier Kohle. Ich glaube, wir machen nicht zu wenig Kohle. Ich will nicht gut auf 10. Ich muss mich reparieren. Diese blöden Gebäude, alles da im Weg. Oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe noch gesehen. Ich habe ihn noch gesehen. Leck mich doch am. An der Poperze hier, du Affe, du. Hm. Okay, das ist nicht gut. Valerie kommt. Komm schon, das ist mal ein bisschen schneller hier. Okay, da hinten ist einer beschädigt worden. Okay, der ist hinüber. Haben wir den da hinten noch? Und der hockt natürlich mit dem Felsen. Ja, Feiger. Feiger Mistkerl. Oh, warte mal, Asus. Asus, Asus. Ach, boah. Wollte schon sagen, ah, mein Gott. Das hätte jetzt übel aussehen können. Asus ist böse. Asus ist was Böses. Auch wenn der in diesen hohen Gefilden hier eigentlich schon ein bisschen angeschissen ist. Aber nichtsdestotrotz kann der doch gefährlich sein. Dass hier einer schön genebelt hat, dann komme ich hier seitlich schön vorbei. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass mich einer von der Flanke wegholt. Ja, also jetzt haben wir, ne, zweites Ticket, jetzt kommen wir mit dem Puma Bestes voran. Jetzt wird es richtig Bock. Kann man sich nicht so beschweren. Position einnehmen, würde ich auch mal machen. Ja, extra cool. Da ist wieder einer, aber der ist schon gespottet worden. Nicht von mir. Aber noch ein Spotter mit dabei. Jo, Type 89 ist mit am Start. Type 89. Da hinten die Flak ist noch markiert worden. Ah, da ist schon wieder der Leo 2K. Der böse Kerl. Letztes Mal. Ist immer was. 64. Und der ist tot. Ich glaube, er ist tot. Ich bin definitiv nicht 100% sicher, aber ich glaube. Ah! Wuhu! Erwischt! Oh mein Gott, 5! Ich jetzt? 5! Ich habe 5 Bonzen geholt mit dem Ding. Was soll ich da sagen? Das ist halt deutsche Quali, Leute! Das ist doch ein. Oh. Richtiger ordentlicher deutscher Panzer. Den anderen deutschen Panzer hier Platz machen. Ah, shit! Na, irgendwann geht nichts mehr, ne? Aber eine Zone geholt, 6 Fahrzeuge weggekloppt. Also, wenn das nicht gut ist, dann weiß ich nicht. Ne? Wenn das nicht, also, das wird mich jetzt echt nicht. Ach komm, noch mal einmal Heli, vielleicht klappt das. Wenn ich den Kollegen hier schon sehe, glaube ich, eher klappt es nicht. Abschlusshilfe. Na ja, gut, war zu erwarten. War zu erwarten. Schade. Ich hab's gehofft. Ich wäre sowieso draufgegangen, ne? Aber dafür bin ich halt vorher ausgestiegen. Oh, Runde schon längst vorbei. Aber erfolgreich. 6 Panzer geholt, ey. 6 Panzer. Na, mega fette Nummer. Mega fett. Also. Ja, Puma Forever, ne? Oh, 10.000 Forschungspunkte, ey, gesamt hier für die Modi. Yo, da habe ich jetzt aber ganz schön was rausgeholt, also kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und ich kann den Feuerlöschzug mir noch gönnen. LWS wäre auch noch eine gute Idee. Ja, da fehlt noch ein bisschen, aber der wäre halt einfach, ne, das wäre einfach das Beste, was ich überhaupt mir da gönnen kann bei dem Fahrzeug. Ja, Forschungspunkte technisch, ich weiß nicht, warum so wenige Punkte da. Ach,
Schon wieder. Schon wieder. Mann, warum stellt sich die Scheiße eigentlich immer wieder um? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich muss den irgendwann mal erforscht haben oder auch nicht. Aber was mich eher interessiert, ist der hier, dieses argentinisch-französische Modell. Da kann die Forschung eher reingehen, ne? Da kann es eher. So, dann wieder auf in die Schlacht. Ne? Ja, war recht erfolgreich. Gut. Ja, ich habe den als erstes, als ich den Puma genommen habe, ging es nicht so gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Ist ein bisschen doof gelaufen. Das letzte Mal, als ich den Puma genommen habe, ist auch schon wieder Ewigkeiten her und daher, ne? Ja, oh, Maginot-Line. Das ist natürlich ganz lustig. Ne? Die Maginot-Line mit einem einzigen Point. Ja, hier lässt sich spotten, ne? Hier lässt sich richtig aushalten und spotten. Ich denke, hier wird es was geben. Ne? Das wird eine verdammt lange Kämpferei. Allerdings sind hier nicht nur. Wird nicht nur ich als Spotter da sein. Ich tippe mal auf. Sagen wir mal 6 Mann. Wir werden 6 Spotter sein. Ja, gut, es sind 4. Es kommen immer noch mehr Spieler rein. Also, ne, es kann sich da noch ändern. Ne? Wir sind schon deutlich viel zu viele Spotter für einen Point, den man da einnehmen muss. Also. Na, viel zu viele Spotter. Auf der Gegenseite haben sie nur einen Spotter parat. Wissen die nicht, wie wirksam, wie wertvoll die Kraft des Spottens ist? Nö, wissen sie nicht. Dosiert sie nicht. Drei. Jetzt muss ich jetzt nur nach unten legen. Damit die Häuser nicht mehr haben. Nee, die Häuser gehen nicht. Schade. Na, alle Häuser gehen, aber die nicht. Schlag. Erstschlag. Ja, das sind ja mal probieren, aber ich weiß nicht, was vorne ist. Jo, der nächste gespottete ist hinüber. Was haben wir da? Turms. Ja, lass die Drohne. Ist auch schon tot. Kann schon als Bomber reingehen, was natürlich sehr effektiv ist. Noch ein Spottel. Eingespottet. Ja, ich mach hier gut Kohle momentan. Ne? Ich mach hier gerade gut Kohle. Muss man ja. Oh mein Gott! Okay, das ist fies. Das ist ziemlich fies. Also wenn ich überlege, was ich da jetzt an. Bombermodell habe, ist das ziemlich fies. Panzerjäger, es könnte Panzier sein, muss aber nicht. Oh mein Gott! 3 Leute geholt, oder? Jupp, 3. Einfach mal alle brauchen, ey. Alle komplett brauchen, alle im Arsch. Arme Schweine. Ja, wie gesagt, scheiß auf die Drohne. Was soll's. Solange es keine Angriffsdrohne ist, sondern nur so eine Spotting-Drohne, muss man sagen, ist es doch noch in Ordnung. Angriffsdrohne? Ich hab noch keine gesehen. Es gibt aber die Angriffsdrohnen, das ist ja der Witz. Also, wo auch immer die Angriffsdrohnen sind, ne? Welche Nation auch immer sie nutzt. Eigentlich sind es die Amerikaner, aber wie gesagt, ich habe hier noch keine einzige in Action gesehen. Okay. Oh, was war das? Irgendwas von meinem Teil hier abgefallen. Jawohl, Kinder. Okay. Wir haben die Position. Ich glaube, wenn ich hier meinen Job mache, ne, mit dem Spotten und alles, dann. Das könnte jetzt aber auch das Artilleriegeschoss gewesen sein. Muss jetzt gar nicht der Spieler da hinten gewesen sein. Ja, wir haben hier eine verdammt gute Panzerung. Ist die verdammt gut? Egal.
Flieger. Schauen wir mal, ob wir nicht irgendwen schön auf die Füße steigen können. Den da hinten auf jeden Fall. Den kann ich schön auf die Füße steigen. Spaß. Gucken, was ich jetzt so kriege. Na komm. Na. Jaguar, ja, komm, nehme ich. Jaguar geht. Jaguar geht. Nicht die beste Maschine, muss man dazu sagen. Das ist eine gute Maschine, Mirage. Die lässt sich natürlich sehr gut spielen. Die fällt jetzt auch gleich auseinander. Also da kann man nichts mehr sagen. Ne? Das gibt gut Kohle. Oh, was haben wir denn da unten? Hier ist ein Team, das ist ein Teammate. Steht doch. Da. Ne, ne, und. Ich weiß nicht, wo die Gegner gerade sind. Das ist ein Teammate. Oh, der hat mich gerade den Arsch zerfetzt. Ist kein Problem. Los! Willst du mich retten? Du brauchst mich nicht retten. Ach schade, da ist ein Gebäude dazwischen. Finde ich jetzt nicht so gut, was er da gemacht hat. Auch wenn es auf eine gute Art und Weise gedacht war. Aber, ach so, guck mal, was da rauslumpt. Nicht gerade viel. Ach nee, das ist nicht mal er. M109, da tut sich aber einer was trauen. Ich will jetzt nicht sagen, das Hassel kann es nicht, aber hier auf der Position ist er so ein bisschen angeschissen. What the hell, ey. So, T80, das ist schon wieder eine andere Nummer. Kollege, ey, nicht auf mich. Na, nicht auf mich, Kollege. Das ist immer wieder dasselbe. Die eigenen Leute schießen auf einen. Naja gut, das willst du machen, ich halt so. Ne? Oh, da kommt gleich ein Bomber rein. Den müssen wir auf jeden Fall abkaschen. Mist. Ich vertraue mir auch darauf, dass der E-Mails das mit ihrer Luft machen. Ah, shit. Ja. Zu spät, Junge. Zu spät. Er kam einfach zu spät. Er kam zu spät, ey. Egal. Egal. Ich pack mir jetzt mein Leopard aus. Ne? Mein Gepard aus schon. Leopard, Gepard. Ich pack mir mein Gepard aus. Und dann schaut's. Oh, ist zu langsam. Oh, auch zu langsam. Verdammter Kleinhusten. Oh, was haben wir denn da in der Flanke sitzen? Der hockt da und chillt sein Life. Da müssen wir auch passen hier, der hinten der T80. Das ist ein bisschen sehr nah. Was ist das da? Also mal so schön aufgedrückt, ne? So schön aufgehalten. Schön draufhalten, immer draufhalten, bis es platzt. Ah, mit den Fahrzeugen fühlt man sich einfach so schnell, so immer. Es ist halt so, ne? Man ist halt auch so unglaublich überstark mit den Teilen. Bei der Kombi, und sowas von. Ja. A fällt mit sich. Habe ich aber nichts gegen. Habe ich echt nichts gegen, ey, das A fällt. Haben wir noch mal ein bisschen extra Zeit hier, um neue Kohle zu machen und auf jeden Fall hier Abschüsse zu holen. Das
wird ein A stehen. Na, wenn wir Pech haben, T80, wenn wir Glück haben, etwas Mutter. Was ist das denn? Gar nicht. Bin ich gar nicht. Begleitpanzer. Ach, ne, Gott, stimmt. Mal die Artillerie durch. So. Alter, haben wir aber den Flak gehabt, ey. Die Artillerie hätte uns auch komplett zerfetzen können. Oh mein Gott, dabei habe ich die bessere Munition noch nicht mal drauf. Das ist einfach mal, ja, das ist ein geiles Gefühl mit dem Teil hier, Leute. Oh, ich glaube, ich kriege voll Schlüpper vor lauter Glück hier. Das ist ein krasses Teil, ey. Aber die ganze Artillerie, das nervt ein bisschen. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, komm, das war's, Gegner. Das war's, Gegenpartei. Da kommt nichts mehr von euch. Ich glaube, ihr steht so schnell nicht mehr auf. Also, ihr könnt schon noch ein bisschen aufstehen und rumkraufen, aber letztendlich, ja, kraufen sie halt nur rum. Ja. Ja, hier ist nichts mehr zum Abknallen für mich. Schade. Bis auf den hier in der Flanke, aber da kommt es zu spät. Da werde ich zu spät kommen. Ja, der ist schon tot. Der ist schon tot, bevor ich überhaupt sagen konnte. Da ist eine Markierung da hinten irgendwo. Ja, zu spät. Egal. Geile Runde. Geile Runde. Die war doch mal richtig schnieke, ey. Das war fett. Das war... Ja, da kriegst man richtige Gefühle. Hey, der Witz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 74.000 Kohle gemacht. Alter Verwalter. Guckt euch mal die Fähigkeitsbonis an, die da reingerutscht sind. 1.300... Nochmal oben drauf, also und oh, 12.000 Forschungspunkte in der Forschung hier. Oh, boah, da, das ist einfach nur phänomenal. Das ist einfach nur göttlich. Dann hier noch der Bonus da oben drauf. Ja, wir machen mal auch Verstärkung. Das ist auf jeden Fall was schlaue Idee. Verstärkung machst du nichts falsch. Hier LWS, wunderbar. Jetzt sind wir ein bisschen gefeiter gegen diese verdammten Raketen da halt von den Panzern, ne? Oder generell Luft-Boden-Raketen, so ein bisschen gefeiter. Ja, noch ein bisschen sowas hier und ich krieg die Millionen wieder schnell zusammen, ne? Noch ein paar Mal so eine Runde und es kommt gut, ne? Ja, eine Sache will ich mal nachgucken. Ich bin ja eigentlich mehr für die Flugzeuge hier, ne, ausgelegt, also mehr für die, da fehlt auch nicht mehr viel, ne, das, ich habe zum Glück bis um 24. Zeit, ich kriege das heute im Laufe des Tages noch zurecht. Bei den Panzern, ich weiß nicht, ob ich es mache, weil das Panzerfahrzeug, was man hier gewinnen kann, ne, das sieht mich jetzt nicht so herzlich, ne. J9 ist nicht mal der Grund, warum ich mich interessiert die Mirage. Wenn ich die nach 8 Mal von diesen Auszeichnungsdingen abgekrallt habe, na, da freue ich mich aber wirklich, weil bis zum Mirage selbst, ich habe noch so einen weiten Weg und trotz der vielen Booster, es dauert einfach unglaublich lange. Und dann auf einmal kriege ich sowas, ne? Das wäre es natürlich. Das wäre es. Gut, dann machen wir noch eine letzte Runde, ne? Auf das nochmal Gefühle aufkommen. Was soll ich sagen? Puma, Gepard, einfach böse, einfach, ne, mega böse. Gut, Leo würde ich auch gerne fahren, aber die Leos, die ich habe, das sind halt nicht so viele. Das sind gerade nicht so viele. Na, die Leo-Reihe muss ich noch komplett bis nach unten durchziehen. Und das dauert noch ultimate lange, auch wenn ich jetzt hier ordentlich Forschungspunkte rausgeholt habe. Aber man muss auch sagen, die Runde war einfach jetzt wirklich hier, na, na. Richtig, oh, wie ein Festtagsbraten, ey. Den habt ihr bestimmt schon verdrückt, alle Mann. Na? Den habt ihr bestimmt schon alle verdrückt. Ja, dementsprechend. Ja, zumindest, wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich immer noch bei meiner Schwester auf der Weihnachtsfeier und habt ihr den Bauch schon so glücklich gefressen. Na? Na? Bäume, die nicht nachgehen, das, ja, wir sind hier aber in Polen, also, gut, polnische Eichen sind auch nicht richtig mehr, das ist keine Eichen, keine Ahnung, was es darstellen soll, eine Birke, Eichen, die Birke sind weißlich, was ist noch aus der Birke, Alter,
Keine Ahnung. Ist mir egal. Ist mir egal. TCM, aber das ist ein Flak. Das war so eine Flak gewesen. Ups, ja, Entschuldigung, Kollege. Das muss ich nicht nerven. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der gewaltigen Überzahl. Filter, aber trotzdem. Das ist doch Hardcore, was habt ihr gesehen? Oh, Scheiße! Und da war er, der Leo 2. Oh, da hat sich jemand den gegönnt hier. Oh, yo, der ist natürlich eine Menge Geld wert. Nee, nee, kommt. Komm. Den habe ich jetzt nicht einmal richtig ausgefahren. Ne? Ist ein bisschen schlecht. Daher. Den halt auch mal. Den hier könnt ihr also generell auf diesen Schlachtenkarten hier, könnt ihr generell die Gegner hier auf hohen Entfernung eliminieren. Man muss sie nur sehen können. Oh. Das denken sich die Gegner gerade auf. Eins weg. Shit. Das war ein Puma. Oh, cooler Name. Punk Hunter. Mein Respekt. Was schnell reagiert. Sehr schnell reagiert. Ach komm, jetzt. Na, Gepard habe ich schon ein paar Mal ausgefahren. Jetzt muss ich mir Puma gönnen. Na, ich gönne mir Puma. Und ich gönne mir erstmal ein bisschen Lufteinheit. Obwohl ich davon ausgehe, dass ich schnell drauf gehe. Definitiv gehe ich davon aus. Sehr, sehr schnell. Ich glaube, mein Heli wird es nicht weit packen. So. Mein Heli wird es echt nicht weit packen. Diese Schnelltaste mal endlich wieder reinmachen, das war ja eine Katastrophe. Das war cool, diese Taste. Und hoch, zieh. Oh mein Gott. Ah, ich hab nichts mehr. Oh Mann, ey. Ja, ich muss mir mal wieder angewöhnen. Ich habe die Taste mal ausgewählt gehabt, aber dann kam ja noch eine neue Einstellung rein und dann musste ich wieder alles umändern. Ich muss da mal eine andere Taste für finden. Ah, scheiße. Freude im Weg. Jo. Auch gut. Okay. Ja, wir haben genug Luftabwehr dabei. Also da muss ich mich dann Gedanken machen. Oh. War mal Gebäude. Ich bin definitiv sicher, dass hier mal Gebäude waren. Ah, guck mal, was da ist. Da braucht man schon alles. Alter Verwalter. Ja, das war jetzt eine Nummer. Aber trotzdem, angeschlagen ist er. Schade, die letzte Runde war natürlich nicht die beste. Ah, ja. Könnte besser laufen, ne? Aber wir verlieren gerade, wir haben gerade nicht befreundet und ein, ne? Nehmen den gerade ein. Das dauert natürlich, bis der eingenommen ist. Also, ne? Kann sich auch noch die ganze Situation ändern. Aber irgendwie, ja, schade. Die letzte Runde war leider eher meine schlechtere Runde. Da kommt jetzt nicht so viel rum. Obwohl, na, jetzt sind schon, na, das ist noch nicht mal das Endergebnis, aber jetzt schon 20.000. Gut, davon gehen natürlich sehr viel auch ab für, obwohl, Puma ist nicht so teuer. Der hier wird teuer werden. Ne, 4.000. 4.000? Wer war denn hier der teuerste eigentlich? Gut, 19.000. Und ja, das Endergebnis, dann kommt da noch ein bisschen was dazu. Oh, super. Eins weiter. Na, freue ich mich. Und ich krieg ein paar Lines hinterher geschmissen. Da freue ich mich. Ne? 50.000 Lines obendrauf. Das gönne ich mir. Ne? Ja, bis ich dann irgendwann mal zum Strike Master gekommen bin, dauert aber der Weg noch lange, Leute. Na, dauert noch lang. Ja gut, ich könnte natürlich mit den Golden Eagles, die ich jetzt habe, jetzt sehe ich es wieder nicht, könnte ich mich natürlich hier hochkaufen, ne?
Könnte ich natürlich auch machen. Ne? Aber ich wollte mir meine Golden Eagles eigentlich aufsparen. Weil, ja gut. Das Ding hier will ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gerne fahren. Ne? Vor allem der Name. Gay Archer. Okay? Gay. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, gay. Hust, hust. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ach, guck mal, ich kann 8 Spezialaufträge noch auslegen. Habe ich noch einen laufen? Ja. Ah, okay. Den muss ich heute mal im Laufe des Tages abschließen. Feindliche Land- oder Seefahrzeuge mit einem Bomberkern. Ja, das lässt sich machen. Da gibt es so einige Flugzeuge, die das können. Ne? Ich glaube, da werde ich mir sogar die Deutschen eher nutzen dafür. Weil jetzt mal ehrlich, wir haben hier so viele tolle Bomber, so viele effektive Bomber, mit denen man arbeiten kann. Ich sag nur Do. Me-264, der ist immer noch hier ausgebaut. Achso, der war mal ausgebaut, aber guckt mal, jetzt haben wir hier so eine Feuerlöschanlage dabei. Früher hat es richtig genervt, wenn Triebwerk gebrannt hat. Heute, mittlerweile, ist es schon fast wieder egal geworden. Das hat sich, ne, die Prioritäten haben sich ständig geändert. Durch die Bank weg. Ja. Daher, naja. Ja, ja, was soll ich sagen? Erstmal euch weiterhin schöne fröhliche Weihnachten. Ne? Gönnt euch viel leckere Sachen, Geschenke. Denkt dran, ich bin euch sehr dankbar für diesen ganzen Support, den ihr hier macht. Ne? Ich bin euch wirklich sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank. Es macht immer noch weiterhin Spaß, Videos zu machen. Gut, es gibt auch mal Tage, da bin ich ja so ein bisschen. Da zocke ich halt irgendwie gerade was anderes und ja. Aber, na, ich habe ja intensiv aufgehört, hier zum Beispiel New World zu zocken, nachdem der letzte Bug so gravierend war, dass ich gedacht habe, ja. Na, ich habe so viele Stunden darauf hingearbeitet, diverse Vorteile und andere Sachen da mir zu erfarmen und dann ist das Zeug da einfach mal weg. Durch einen Patchfehler und na, okay, ich krieg eine Entschädigung, das steht noch fest, aber trotzdem, die können sich die sonst wen kleppen. Na? Daher bleibe ich lieber bei Thunder und mal gucken, was ich im nächsten Jahr oder so für neue Spiele mit in die Liste hier mit aufnehme. Ich hatte es ja mit Battlefield probiert, aber wir haben ja gesehen, ne? Ja. Vor allem hat irgendwann Battlefield zwischenzeitlich auch mal gestreikt und wollte gar nicht starten, wo ich gedacht habe, so, hast du einen Knall oder was? Ja, ich weiß es nicht, wo der Fehler lag. Vielleicht mache ich demnächst mal wieder ein bisschen Battlefield 5 oder Battlefield 1, einfach aus nostalgischen Gründen, ne? So die ganz alten Games mal wieder auspacken. Das wäre natürlich eine ganz lustige Angelegenheit. Bad Company weiß ich gar nicht mehr. Oh, das ist eine Niederlage geworden. Oh, 25.000 übrig geblieben. Ja gut, na, 25.000. Trotzdem ärgert es mich gerade ein bisschen. Ärgert mich echt intensiv. Ja, was soll's. Aufklärung des Feindes. Oh, da habe ich auch nicht so viel Kohle gekriegt. Ja, schade eigentlich. Ich dachte, da kriegt man ein bisschen. Na, sollte man eigentlich mehr kriegen. Aber gut. Was soll's. Ja. Also, gucken wir mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Na, erstmal muss jetzt noch Silvester auftauchen und so weiter. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, es macht mir mega weiterhin Spaß, für euch die Videos zu machen. Und vielleicht schaffen wir dieses Jahr nicht mehr, nächstes Jahr vielleicht erst endlich mal die 1000 Abonnentenzahlen zu erreichen. Das ist mein großes Ziel, ne? Das ist mein ganz, ganz, ganz großes Ziel. Ich muss mich halt, gut, es gibt halt Momente, da habe ich dann gar keinen Bock und dann lasse ich es tatsächlich nebenher schleifen. Es tut mir leid, dass ich das auch mache. Aber nur durch die Bank weg immer das eine Game machen, das irgendwann geht dann, ne, irgendwann geht bei mir die Puste raus, das ist so, ne? Ja, irgendwann ist halt die Puste raus, ja, ist leider so. Ja, was werde ich in Zukunft noch ändern? Ich werde versuchen, hier mit Livestream mal zu machen, vielleicht nicht über YouTube, vielleicht, oh, na gut, ich muss YouTube erstmal anfangs nehmen, ne? Ja, irgendwann mache ich beides, YouTube und Twitch. Eigentlich funktioniert es mit dieser Leitung. Ich muss mir nur ein paar Extras noch zulegen, damit das hier, ne, wie beim Profi abläuft. Und meine Stimme, gut, dass sie halt, das tut mir auch leid. Der Problemfaktor ist halt, mein Schreibtisch steht genau gegenüber, also, ne, steht direkt am Fenster. Meine Stimme halt am Fenster ab. Und eigentlich müsste ich das Fenster mit irgendwas verdichten, aber meine Vermieterin
Sagt dazu leider nein, obwohl ich hier auf Lebenszeit wohnen werde, also wohnen kann, ne? Weil ich habe diese Wohnung zum Teil, kann man sagen, auch geerbt, ne? Zum Teil, ja. Und ist ein bisschen blöd, fragt bloß nicht, ist ein bisschen ganz blöd gedeichselt. Meine Vermieterin ist halt auch meine Schwester und wir beide kommen aufgrund des Alterunterschieds einfach gar nicht klar, ne? Da sind 16 Jahre Unterschied, das ist gewaltig, das ist. Ja. Ja. Die hält auch nichts von YouTube. Sie versteht es aber auch nicht. Wie kann man mit YouTube Geld verdienen? Ich habe schon so oft versucht zu erklären, aber. Na, das ist ein anderes Semester. Das ist ein anderes Semester, da brauche ich es erst gar nicht zu probieren. Obwohl, es gibt ja auch viele ältere Leute, die diese Videos hier gucken und die verstehen YouTube. Deshalb. Die einen öffnen sich dafür und die anderen sagen einfach, leck mich am Arsch, ne? So nach dem Motto. Na gut, dann würde ich mal sagen, jetzt das war's. Ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dem so ist, Like, Abo da lassen. Wäre ganz nett von euch. Ich glaube, das habe ich schon zum zweiten Mal gesagt. Leicht vergesslich, der DJ. Leicht vergesslich. Na, ganz leicht vergesslich. Egal, ich freue mich halt schon aufs Essen heute. Ja, die Aufnahme ist hier, wir haben jetzt gegen morgen. Na? Und, also die Aufnahme läuft hier gegen, was ist jetzt, 9 Uhr oder sowas. Und ihr seht ja jetzt um 8 Uhr oder besser gesagt, die Panzer sind ja um 20.30 Uhr aufgetaucht, ne? Dementsprechend, ja, ne? Ist das halt so eine Sache. Ich habe noch nicht die Köstlichkeiten, die ich heute essen werde, gegessen. Ich habe sie noch nicht in meinen Mund eingeführt. Ich habe es noch nicht genossen. Aber ich werde es genießen. Und, ja. Ich hoffe, weil es gibt Gansbraten und ich hoffe mal, das ist nicht zu wenig, weil ich befürchte, daher, dass 12 Leute eingeladen sind, bleibt nicht so viel für mich übrig. Und ich bin eher der Typ, ich esse gern viel. Ja gut, zur Not muss ich halt zum Kannibalismus übergehen. Ne? Beiß ich halt jemanden in die Hand rein. Finger weg von meinem Schenkel. Ja. Nee, sowas mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht bei der Familie, generell. Vor allem bei ein, zwei Parteien weiß ich nicht, wo ihre Hände vorher waren. Spaß, das ist jetzt nur ein ganz mieser Spaß, ne? Ja, gut, dann, wie gesagt, weiterhin fröhliche Weihnachten. Lasst euch gut beschenken, lasst euch das Essen schmecken. Und habt viel Spaß noch im War Thunder. Ne? Denkt dran, momentan sind noch Talismane aktiv. Momentan kann man sich noch einen Talisman zulegen. Momentan kann man sich alle möglichen Vergünstigungen ranziehen. Und vor allem Munition, ne, von allen möglichen Sachen sind hier deutlich um die Hälfte billiger, was natürlich genial ist. Ne? Das ist einfach. Momentan ist Sparen angesagt. Richtig Sparen. Läuft aber nicht mehr lange. Ne? Am 26. ist dann Schluss. Am 26. um 13 Uhr startet dann die Vergünstigung auf dem Online-Shop, ne, von allen möglichen Fahrzeugen. Ich weiß nicht, wie sie es diesmal machen wollen, aber ich glaube, es ist wieder um die Hälfte rum. Ne? Achso, das da. Um die Hälfte rum. Das heißt, ihr könnt euch alle möglichen Premium-Fahrzeuge, bis auf von der jetzigen Update und vom letzten King Battle, glaube ich, war das. Ich glaube, vom King-Bereich könnt ihr euch alle anderen um die Hälfte vergünstigt auf jeden Fall zulegen. Jetzt hier mal zum Beispiel hier als Beispiel die MiG-21 Lasur, ne, nur mal als Beispiel. Oder hier die Seahawk oder halt bei den Panzern. Gucken wir mal bei den Panzern rein. Ja, ich suche gerade wie ein Wilder. Ne? RU251, da ist das Geld nie schlecht angelegt, muss ich persönlich sagen. Ich bin glücklich, dieses Ding zu haben, ne? Oder hier Tiger SLA-16, ne? Der Simmering. Ich weiß gar nicht, wie teuer der damals war. Ich glaube, das waren 40 Euro, was der gekostet hat. Jetzt müssten es 20 sein. Und. Also da ist dann ganz viel vergünstigt, ne? Etliche Pakete sind vergünstigt. Werde ich mir was gönnen? Ja, ich werde mir was gönnen. Ich habe die ganze Zeit schon ein Auge darauf. Ich werde mir den Kanat K4 hier, ne, Kanat gönnen. Der kostet derzeit, glaube ich, 60 Euro. Ne? Und dann um die Hälfte sind es noch 30. Den will ich mir gönnen, weil ich finde den Jet geil. Ich habe den schon sehr oft getestet. Ne? Und ich finde ihn einfach mal mega nice. Ne?
Allein schon die Kanone, ne? Okay, es sind wenig Schuss, die ich habe, aber die Bewaffnung ist auch etwas, was mir sehr gefällt, ne? Was hier so zusammengestellt ist. Ja, und außerdem habe ich halt hier die AIM 9G, ne? Die ist einfach geil, obwohl, ja, Überlast liegt halt noch bei 18G, aber trotzdem, das Ding ist nicht übel, ne? Ist trotzdem nicht übel, kann man schon sich, ne? Daher, also ich freue mich drauf und da werde ich auch irgendwann mal deutlich schneller in der Forschung vorangekommen sein und vielleicht kann ich dann irgendwann mir auch die Buds dann richtig reinziehen, ne? Also wenn er sagt, die F-15, ne? Obwohl die F-15, ja, ich bin schon viel weiter bei den Amis hier, ne? F-15, ich muss noch die F-8 hier fertig machen, dann mache ich die Phantom, ne? Und dann habe ich irgendwann die F-15. Ich will aber auch die F-16, also, hier ist die Creme de la Creme und ich bin hier am Durchziehen, wie blöd. Dadurch, dass man jetzt momentan so viele Booster am Start hat, ist natürlich richtig, richtig nice. Die muss ich auch komplett alle verbrauchen, ey. Richtig hardcore verbrauchen, das macht richtig Bock, ne? Gut. So, aber jetzt Schluss. Jetzt Schluss im Kern, ne? Jo, dann... Wir hören uns, heute gibt es noch ein Video anschließend von Seeschlachten, auch mit den Deutschen. Ich werde auf jeden Fall das Höchste, was ich habe, fahren. Ne, das ist die Westfalen, das ist die Hipper, vielleicht noch die Nürnberg, obwohl die Graf Spee hat es eher dringend nötiger. Ne, die muss noch ordentlich hier gemacht werden. Vielleicht gönne ich mir da jetzt sogar noch einen Talisman, ich guck mal. Prinz Eugen mit am Start, auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich dann die SMS von der Tanma endlich freigeschaltet. Denn ich will die Scharnhorst. Ich will die Scharnhorst haben. Und der Weg zur Scharnhorst ist ja wirklich sehr, sehr lang. Wirklich lang. Wenn die 75.000 abgearbeitet sind, dann habe ich noch hier 390.000. Ach du Scheiße. Das wird noch was werden. Na, das wird noch ordentlich was werden. Ja. Im Übrigen, gönnt euch weiterhin, sofern ihr die Lines dafür habt, ne, diese Kisten hier. Wer weiß, vielleicht kommt da was Gutes dabei rum mal oder auch nicht. Wisst ihr auch was? Ich gönne mir jetzt mal so 3 Stück. Die machen wir jetzt mal auf. Vielleicht wird jetzt sogar noch was rausgedroppt, aber ich zweifle dran. Ich habe ja schon was Großes rausgedroppt bekommen. Ich habe ja diese Tornado gezogen. Oh nein, bitte warten. Nein, schon wieder, bitte warten. Oh. Ja, falls ihr dieses Problem sehr oft auch habt, wie ich, das hat nicht mal mit der Internetleitung zu tun, das hat einfach mit der Spieleranzahl zu tun, ne? Die vielen aktiven Spieler, das kann sehr nervig sein. So, dann öffnen wir mal noch 3 Kisten und dann machen wir hier Schluss. Aber ich glaube nicht dran, dass da jetzt was Gutes rausdroppt. Na gut, vielleicht Lions, nein, der auch nicht. Egal. Obwohl, diese Wacker-Dinger sind ja auch ganz gut. Aber... Ja, 15.000 Lines. Ein bisschen was zurück. Oh, oh, oh. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das ist der heilige Gral. Ich glaube, jetzt muss ich Schluss machen. Jetzt muss ich echt. 1.000.000 Lines. 1.000.000 Lines gezogen, ich glaub's ja nicht. Und ich sag noch, ich zieh nichts Gutes. Eine verfluchte Mille gezogen, ja. Also, jetzt gibt's nichts mehr zu beschweren, ne? Jetzt gibt's keine Beschwerden mehr, also... Was brauche ich mich noch beschweren? Eine Mille gezogen, ja, wie schön ist das? Real Life hätte ich natürlich auch gerne eine Mille, aber... Das ist leider nicht dran. Gut, Leute, dann sagen wir jetzt wirklich mal Goodbye. Ich glaube, das ist der beste Endpunkt, ne? Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.